Okay, er wechselt mittendrin einfach mal so. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Den Gegner. Schnell. Bereit. So, jetzt wieder kurz warten, eine halbe Minute und dann der letzte Nachtmahr. Dann ist die große Frage, auf mein Kommando. Was kann es Schlimmeres geben als Nachtmahre? Also ja, Seelenspiele, aber ich glaube nicht, dass sich das mit den Eisernen zweimal wiederholt, weil es hat sich nichts zweimal wiederholt. Zuerst waren es Barbaren, dann kamen irgendwann mal ein paar Schar kam Schar? Ja, ich glaube, es kamen ein paar Schar. Untote Element, also die großen Elementare, die fliegenden Köpfe, die Echsen, also die Drachenechsen da. Vielleicht kommen zwei, drei Drachen. Mal sehen. Auf mein Kommando. Mal sehen. Ja, vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Also ja, wenn wir gegen nur einen Nachtmahr kämpfen, dann ist es einfach. Auf meinen Befehl. Schnell! So. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Gut. Erst die Belohnung. Wie steht's? Aber zu. Priesterin Siri, okay. Ja, die nehme ich gerne. Goldener Helm. Maske der neuen Schatten. Gold. Immer noch keine Schädelmünze. Ah. Oh. Gut, das beantwortet, was unsere letzten Gegner sind. Na? Komm, die der kämpfen wir sehr gut. Oh, und ich hätte... Kann ich ja immer noch Nahrung kaufen. Also einmal Obstkörbe kaufen, weil das Gold haben wir. Ah! Ich werde zwei Körbe... Vielen Dank! Achtet auf den Steinaltar in der Arena. Wenn. Gut. Ja, da ist jetzt Obst drauf. Gladiatoren! Auf meinen Kommando! Lass den Kampf beginnen! Und los! In die Schlacht! Auf mein Zeichen! Okay, man muss ja sagen, der Dämonenfürst, der hält gut was aus.
Okay, den Greifenreiter mal heilen. Ja. Solange ich heilen kann, ist alles in Ordnung. Und solange ich sie einzeln bekämpfen kann. Folgt mir. Gut, der war jetzt nicht so schlimm. Zum Angriff! Der könnte schlimmer werden. Kann ich den irgendwie einzeln auswählen? Nein, ich kann ihn nur aus der Auswahl rausnehmen. Ach so, Haufen Feuerbälle sind auf den jetzt gewirkt schon. Hält sich aber noch in Grenzen, was den Schaden angeht. Auf mein Mir Kommando. Nach. Und los! Mir nach! Hier, sofort! Folgt mir! Schnell! Für die Rune! Ja. Schön weiter meinen Greifenreiter heilen. Also ja, die Erzteufel sind etwas heftiger als die Dämonenfürsten. Wobei, der Dämonenfürst scheint auch Feuer casten zu können, aber nicht so effektiv, wie es der Erzteufel tut. Wahrscheinlich, weil der Erzteufel einfach mit seinen Angriffen Feuerschläge macht. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, mein Greifenreiter gibt bald den Löffel ab. Weil mein Irrfind nicht mitteilt. Okay, der der Dämonenfürst, der verfällt jetzt in Panik irgendwie. Ja, heilende Wirkung. Die Früchte essen. Heilt das jetzt alle? Hier. Auf mein Mir Kommando. Nach. Oder halt das nur mich? Wirklich. Schnell. So, jetzt haben wir nur noch einen Erzteufel und dann haben wir das auch geschafft. Vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Kämpft! Lass mein Irrfind in Ruhe. Das ist der einzige, den du nicht grillen darfst.
Folgt mir. So. Applaus. Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Ja, ihr habt die schwerste und letzte Runde bestanden. Geht zu Zerbo, um eure Belohnung zu empfangen. Wie steht's? Wollt ihr? Aber zuerst gibt es eure. Ja, jetzt dürfte das weg sein. Und da ist die Schädelmünze. Schädelmünze. Schattenfang. Ich frage mich aber trotzdem gerade. Ich habe die Hose für das Set nicht. Oder? Das sind Hirinstiefel. Beinlinge der Wächter ist die Ruhen des Pantheons. Dafür habe ich den Helm, aber noch nicht die Rüstung. Also hier. Nö, entweder ich bin blind. Das ist Nithalfs Segen. Göttliche Runen. Ja, ihr werdet mich dafür nicht mögen, aber ich muss noch mal kurz raustappen. Equipment Sets. Ja, Elend's Breath. Wo kriege ich die drei? Den Helm? Aus der Clockwork Crypt. Gut. Armor. Coliseum of Gods.